Hello everyone, welcome to Learn German. In our last video, we introduced you to Alma and Lukas. We will be listening to more conversations between them in various situations and learn German with them. Einen Termin ausmachen. One can also say einen Termin vereinbaren. But amongst friends, you usually use the verb ausmachen. Alma und Lukas. Möchten sich gerne wiedersehen und machen am Telefon einen Termin für das nächste Treffen aus. Hallo Lukas. Hey Alma, wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, bei mir ist alles gut. Wollen wir uns am Wochenende wiedersehen? Das klingt gut. Ist dir ein Treffen am Samstag oder Sonntag lieber? Mir ist das egal. Am Samstag soll das Wetter schön werden. Dann nehmen wir doch den Samstag. Okay, super. Um wie viel Uhr wollen wir uns treffen? Oh nein, eben gerade fällt mir ein, dass am Samstag Freunde zu Besuch kommen und wir uns für einen Tagesausflug verabredet haben. Ich sehe sie nicht oft und möchte daher ungern absagen. Macht ja nichts. Gut, dass es dir eingefallen ist. Wie sieht der Sonntag bei dir aus? Am Sonntag habe ich ein Volleyballspiel. Da werde ich wahrscheinlich den ganzen Tag unterwegs sein. Aber am Montag muss ich nicht so lange arbeiten. Da könnten wir uns nachmittags treffen, wenn das bei dir passt. Moment, lass mich kurz in meinen Kalender schauen. Okay. Am Montag arbeite ich auch nur vormittags. Da können wir uns gerne nach der Arbeit sehen. Super, wir könnten uns erst im Park treffen und dann abends noch zusammen in ein Restaurant gehen. Was hältst du davon? Das klingt gut. Ich kenne ein leckeres italienisches Restaurant. Da warst du bestimmt noch nicht essen. Ich bin gespannt. Wollen wir uns um 16 Uhr vor dem Hauptbahnhof treffen? Das ist eine gute Idee. Dann sehen wir uns am Montag. Alles klar, ich freue mich. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Einen Termin ausmachen. Here are some simple expressions that we have summed up, in case you want to fix up a meeting with a friend. If you know someone who is learning German, you can practice these simple dialogues. Here's how you can ask or could be asked. Wollen wir uns am Wochenende oder am Samstag oder am Sonntag treffen? Or you can say: Hast du am Samstag Zeit? In case of a positive reply you can say: Das klingt gut. Or: Ja, das passt. Or: Ja, das geht. If you decide on a day, then you have to also fix up a time and a place to meet. Toll! Oder schön. Wollen wir uns um 17 Uhr vor dem Kino treffen? And then you can end the conversation. Ja, das ist eine gute Idee. Bis Samstag oder Sonntag. Now, in the first place, if the suggested day or time doesn't suit you, then you can say Nein, das geht leider nicht. Or Nein, am Samstag kann ich nicht. Mostly the other person will make an alternative suggestion. Passt dir dann Sonntag? Or hast du dann am Sonntag Zeit? And if that suits you, then you can give a positive reply and fix up a time and a place. If you want to practice your listening comprehension, we have a free worksheet for you on Patreon. Link is in the description. Danke. Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!